Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, die dritte Runde des Booster Battles steht an. Ja, und in der letzten Runde habe ich auch wie in der ersten Runde relativ gut abgeschnitten. Ich glaube, ich habe im User Voting sogar den ersten Platz belegt. Also, danke an euch, aber ich hatte auch eine relativ gute Karte. Ja, ich hoffe, dass es dieses Mal genauso sein wird. Wir öffnen heute nämlich Match Attax Champions League Saison 2017, 2018 drei ganze Booster. Ja, es waren auch die drei letzten Booster, die ich am Kiosk bekommen habe. Da habe ich relativ Glück gehabt. Ja, wir fangen mit dem ersten Booster an. Ach, nee, wir gucken vorher noch einmal, was es denn überhaupt gibt. Es gibt, ich halte das mal ein bisschen weg hier von der Kamera, 446 Karten. Das ist aber eigentlich relativ egal. Wir wollen natürlich die guten Karten, nämlich zum Beispiel die Duo-Karten, die Club-Logo-Karten, die Defensive Dynamos-Karten, Hotshot-Karten, Winners 2016, 2017-Karten, die Real Madrid-Duo-Karten, das wäre natürlich nochmal bessere. Das Real Madrid Club Badge, okay. Das würde ich wahrscheinlich nicht wählen, auch wenn es nur in jedem 96. Paket ist. 22 Man of the Match Karten, eine Trophäenkarte. Oder UCL All-Star Karten, das wäre natürlich ziemlich coole. Aber das wären, glaube ich, sogar die Karten, die ich vielleicht wählen würde. Die Winner-Karten, einfach weil die ziemlich gut sind. Ja, wir öffnen einfach mal das erste Booster und gucken, was dabei herauskommt. Arturo Vidal. Ja, gefühlt hatte ich, glaube ich, in jedem Opening jetzt in allen verschiedenen Serien Arturo Vidal einmal gezogen. Mehrere Karten umgedreht. Ich gucke einfach mal Alonso. Ja, aber ich würde trotzdem Vidal nehmen. Also der kommt quasi weg. Augusto. Ja, auch ein okayer Spieler, aber Vidal ist natürlich besser. Davies. Vidal ist um Längen besser. Schmitz. Ja, ich nehme Vidal einfach. Oh, die Trophäenkarte. Ich habe eben noch gesagt, ich würde sie nicht nehmen. Und jetzt muss ich die Entscheidung schon wieder überdenken. In wie vielen Boostern ist der noch? In jedem 96. Ne, in jedem 128. Paket. Doch, ich nehme es. Ich nehme es über Vidal. Einfach, weil es quasi die seltenste Karte mit ist. 128er. Ja, mit unter anderem die seltene Karte. Ich habe gesagt, dass ich das Real Madrid Club Badge nicht nehmen würde. Glaube ich. Ja, das Ding nehme ich hier. Trophäe ist okay. Wieder eine seltene Karte gezogen. Das ist ja unglaublich. Erste Karte. Boateng. Auch ein super Spieler, aber ich glaube gegen eine Trophäe. In jedem. Also es ist halt nur eine Base-Karte. Gegen so eine Trophäe, die in jeder 128. nur drin kommt. Ich nehme die Trophäe. Ich gehe jetzt einfach auf die vollen. Gatin, Götze, El Amadi, Philippe und Casemiro als Winners 2016, 2017. Ja, das wird jetzt schon wieder eine schwierige Entscheidung. Winners 2016, 2017 sind, wo steht's? In jedem 15. Paket. Nee. Weg damit. Die Trophäe überwiegt das einfach. Und auch direkt im ersten Paket die Trophäe gezogen. Ederson. Ja. Lovren. Mbula. Tillin. Babel und. Was ist das für eine Karte? Turin. Als Hattrick-Hero. Ich bin gerade überfragt. Ich glaube, Hattrick-Heroes gibt es relativ viele. Oder die sind zumindest nicht so selten. In jedem 25,6. Paket. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Nehme ich den Spieler oder nehme ich hier. Ich habe zwei gute Karten gezogen. Das ist erstaunlich. In jedem 25. Paket oder in jedem 128. Paket. Die Frage ist natürlich, ich glaube, hierfür würde halt niemand abstimmen, für diese coole Champions League Trophäe. Das ist jetzt eine schwierige Auswahl. Gehe ich auf Tour von Barcelona oder gehe ich auf die Trophäe, die quasi allgemein ist, aber. Die ist halt so allgemeine, würde, glaube ich, niemand für stimmen. Und als Hattrick Hero, von denen es nur fünf Karten gibt,
glaube ich schon, dass einige für ihn hier auch abstimmen würden. Ich meine, zumindest hat er einen Hattrick gemacht. Oder das. Ja, das ist jetzt die schwierigste Entscheidung. Jetzt direkt im letzten Gruppenfinale. Ich könnte natürlich, wenn ich die nehme, komplett verlieren. Wenn ich jetzt schlecht abschneide beim Voting. Aber. Ah. Hattrick Hero. Ist echt eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich nehme den Hattrick Hero, auch wenn die Trophäe vielleicht besser gewesen wäre. Aber ja, der Link zu allen Teilnehmern ist wie immer in der Beschreibung. Ein Link zur Abstimmung der Gruppe B, in der ich auch bin, ist auch in der Beschreibung. Stimmt einfach mal ab, aber fair, sodass ihr wirklich nach der Karte geht und nicht, ob ihr den YouTuber mögt oder nicht, sondern guckt wirklich mal, welche Karte die beste ist und dann stimmt, ja, dafür ab. Und dann sehen wir uns hoffentlich im Halbfinale. Mal gucken, wie ich jetzt abschneiden werde. Aber ja, wir sehen uns sonst bei normalen Videos weiter. Bis dann, euer Sammlerwelten.